Die Flyer U-Serie feiert dieses Jahr ihre Premiere. Dieser robuste Neuling der Schweizer partizipiert natürlich an einem vorhandenen Technikpool, wie man ihn sich für eine neue E-Bike-Gattung nicht besser wünschen könnte. Das große U dieser Serie steht für das Urbane, den Straßendschungel, in dem sich die Pedelecs der U-Serie bewähren müssen. Für diesen Zweck sind sie aber perfekt gerüstet. Bestes Beispiel? Der zusammen mit Panasonic neu entwickelte Zweigangmotor, der für das S-Pedelec Unterstützung bis zu einer Geschwindigkeit von 45 km/h bereitstellt. Dieser Antrieb gilt als Weltneuheit. Das integrierte Zweiganggetriebe wird von der Schaltzentrale am Lenker aus elektronisch geschaltet. Die Gangwechsel erfolgen entsprechend futuristisch schnell. Dadurch reduzieren sich die Reaktionszeiten in kritischen Situationen für mehr Sicherheit. Sämtliche Modellvarianten der U-Serie werden zudem mit der exquisiten Fit-Hightech-Ausrüstung von Flyer versehen sein. Das Thema Systemintegration hat sich das Flyer-Team auch dick ins Pflichtenheft geschrieben. Nur nicht kleckern, das ist zum Beispiel in Sachen Beleuchtung die Devise bei der U-Serie. Der mächtige Supernova LED M99 Pro Scheinwerfer verfügt über adaptives Licht mit Fernlicht. Das Rücklicht Supernova M99 strahlt mit integrierter Bremslichtfunktion. Mehr Sicherheit findet man kaum im Lampensektor. Zudem zieht der Designerscheinwerfer auch alle Blicke auf sich. Im Lenkerbereich kommen zwar recht viele Kabel und Stecker zusammen, aber das Ganze wirkt nicht unordentlich und die Bedienelemente schinden Eindruck. Nicht zuletzt das über dem Vorbau thronende, opulente Infodisplay. Wie sich das kleine Glöckchen am Lenker einschleichen konnte, wissen wir nicht. Aber es ist stimmig, wie so ziemlich alles am U7.70. Die Akkureichweite könnte allerdings etwas üppiger sein. Ein großer Komfortfaktor sind Schwalbes All-Motion-Reifen. Fazit? Flyer schickt sich an, mit der neuen U-Serie die Stadt zu erobern und hat viel Innovation im Gepäck.